Hallo, ich bin Projektfeld. Und im letzten Video habt ihr gesehen, wie ich diese S51 komplett neu aufgebaut habe. Und um es jetzt noch ein bisschen zu verbessern, möchte ich die alte 6 Volt Unterbrecherzündung gegen eine 12 Volt Elektronikzündung austauschen. Weil mit den 12 Volt habe ich einfach ein bisschen mehr Lichtleistung. Ich kann auch ein paar Anbauteile ranbauen, unter anderem den elektronischen Tacho, den ihr im Video nach dem Video noch sehen werdet. Und um das zu machen, brauche ich noch ein Steuerteil und die Nachbausteuerteile für die S51 Elektronikzündung, die haben nicht den besten Ruf, weil die oft nicht so lange halten. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das ganze Steuerteil einfach selber zu bauen. Und wie ich das mache, das zeige ich euch jetzt. Die Grundplatte und das Polrad habe ich schon hier. Die Zündung habe ich von einem guten Kumpel. Der hatte immer wieder Probleme damit, dass die Steuerteile kaputt gegangen sind. Um den Defekt an der Grundplatte auszuschließen, messe ich die jetzt erstmal durch. Dafür nehme ich den Multimeter, stelle es auf Widerstandsmessung und messe dann am blauen Kabel gegen Masse einmal die Geberspule durch. Die sollte einen Widerstandswert von um die 15 Ohm liefern, wenn es der neuere Geber ist, wie es bei mir der Fall ist. Deswegen habe ich nämlich auch das schwarze Polrad. Wenn ihr einen älteren Geber habt, sollte euer Widerstand ungefähr 30 Ohm betragen. Als letztes messe ich noch die Zündspule durch, um auch hier einen Defekt auszuschließen. Der Widerstand der Zündspule sollte ein bisschen oberhalb von 500 Ohm liegen. Die Schaltung, die ich euch jetzt zeigen werde von dem Steuerteil, ist sehr simpel. Das Ganze ist genau die gleiche Schaltung, die auch im originalen Steuerteil so verbaut ist. Und hier werde ich jetzt kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Über die Klemme 2 bzw. 14 kommt gegen Masse die Spannung von eurer Primärspule. Die lädt über eine Diode den Kondensator auf. Über die Klemme 3 kommt das Gebersignal. Das läuft erst noch über einen Poti. An dem Poti kann man einstellen, ab welcher Spannung der Thyristor, der direkt dahinter ist und quasi das Herzstück der ganzen Schaltung ist, durchzündet. Wenn der Thyristor gezündet hat, entlädt sich die Spannung, die in den Kondensatoren gespeichert ist, auf die Klemmen 15 und 31 an die Zündspule. So, ich bin jetzt hier bei einem Kumpel in der Werkstatt, weil er hier insgesamt ein bisschen mehr Equipment hat. Vielen Dank dafür, Felix und Martin. Und jetzt habe ich hier die Schaltung nochmal ein bisschen umgeschrieben, und zwar so, dass ich die auch richtig löten kann. Und dafür habe ich hier so eine Lochrasterplatine. Und die Bauteile, die zeige ich euch jetzt mal, die ich alle dafür verwende. Das Herzstück von der Schaltung ist ein Thyristor. Als nächstes brauchen wir eigentlich einen 1 Mikrofarad Kondensator. Da wir aber bloß 0,47 Mikrofarad Kondensatoren haben, haben wir von denen einfach 3 genommen. Das ist eigentlich ein bisschen zu viel, aber dadurch haben wir am Ende noch ein bisschen mehr Strom und dadurch hat die Zündung auch ein bisschen mehr Power. Dann brauchen wir nur noch einen 100 Ohm Widerstand. Ein 150 Ohm Poti und 3 Dioden. Beim Löten solltet ihr euch auf jeden Fall Mühe geben, dass die Lötstellen noch alle gut sind, weil am Ende das ganze Steuerteil nochmal durchzumessen will, glaube ich, keiner. So, jetzt bin ich mit der fertigen Schaltung wieder hier. Als nächstes baue ich noch einen Kühlkörper an den Thyristor, damit der nicht zu warm wird. Und dann werde ich mit dem Heißkleber alle Bauteile fixieren, weil wegen den vielen Vibrationen im Moped kann es passieren, dass die Lötstellen hier brechen. Und das will ich nicht. Und deswegen mache ich einmal Heißkleber oben drüber und vor allem auch gerade die Kondensatoren oder der Poti, die großen Bauteile, die sind am allerehesten davon betroffen. Und dann habe ich noch im 3D-Drucker ein Gehäuse gedruckt für die Platine, wo ich nachher die Platine einfach reinschieben kann. Vorne einen Deckel mit der Beschriftung, wo welcher Anschluss dran ist. Und ein paar Kabel löte ich vorne auch dran, die gucken dann hier vorne raus. Und dann kann ich da einfach die anderen Kabel ranstecken. Als nächstes habe ich die Grundplatten getauscht und auch das Polrad getauscht. Dabei solltet ihr das Polrad von der Unterbrecherzündung und Elektronikzündung auf keinen Fall vertauschen. Habe ich aus Montageband noch eine Halterung für das Steuerteil gebaut.
und es dann in den Herzkasten reingeschraubt. Als nächstes habe ich dann auch noch die Glühbirnen ausgetauscht, weil wir jetzt keine 6 Volt Bordspannung mehr haben, sondern 12 Volt. Und da würden die 6 Volt Glühbirnen auf jeden Fall kaputt gehen. Die Zündspule muss auch noch ausgetauscht werden. Eine Unterbrecherzündung braucht eine 12 Volt Zündspule und die Elektronikzündung braucht eine 6 Volt Zündspule. Und als ich die angeschlossen hatte, konnte ich mir auch schon den ersten Funken anschauen. Zuletzt sollte man die Zündung noch einstellen. Hierfür benutzt man am besten eine Ablitzpistole, mit der man dann die Zündung exakt einstellen kann anhand von der Abrissmarkierung. Da jetzt ein neues Polrad auf dem Motor drauf ist, sollte man davor mit der Messuhr die Abrissmarkierung überprüfen und gegebenenfalls auch neu machen. So, das Moped läuft schon viel besser jetzt. Vor allem beim Anspringen habe ich es festgestellt, egal ob warm oder kalt, sie ist direkt beim ersten oder zweiten Kick angesprungen. Auch beim Licht habe ich direkt festgestellt, dass es viel heller ist. Also wenn ich nachts gefahren bin mit den 12 Volt, war schon viel mehr Lichtleistung am Start. Jetzt bleibt nur noch übrig, den Kanal zu abonnieren. Und dann seht ihr auch das nächste Video, wie ich den elektronischen Tacho anschließe. Und falls ihr das Video von der Restauration anschauen wollt, das könnt ihr hier oben sehen. Oder noch irgendein anderes Video von mir.